Martin Gries, der Cheftrainer des FK Pirmasens, der Einzige, der heute von den Verantwortlichen keine gelbe Karte bekommen hat. Martin, beim letzten Mal gegen Koblenz haben wir gesagt, glückliches Ende. Heute könnte man das auch wieder sagen, in der letzten Sekunde wieder den Siegtreffer erzielt, aber heute war es nicht glücklich, das war, glaube ich, hochverdient. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wir haben das über die 95 Minuten Spielzeit unbedingt gewollt. Haben immer wieder nach vorne gespielt, haben natürlich zwei Nackenschläge bekommen durch die Standardtore, die wir gefangen bekommen haben. Aber unterm Strich Lob an die Mannschaft, wie sie das über 90 Minuten da angegangen ist. Weil es nicht einfach hier zu spielen, sehr tiefer Rasen, ne? Nicht unbedingt ganz ebener Rasen, aber die Jungs haben sich darauf eingestellt. Wir wissen, dass das Stadionrasen so ist, wie es ist. Wir haben dementsprechend auch Fußball gespielt und ja, Lob an die Jungs. Ich habe mir heute auch aufgeschrieben, trotz des schlechten Platzes ein gefälliges Spiel. Hier wurde, du hast es gesagt, wurde Fußball gespielt und das hat den Leuten auch gefallen. Aber im Endeffekt ging es darum, bis zur letzten Sekunde noch Aktivität zu zeigen. Es war wieder ein Sieg des Willens irgendwie. Ja, absolut. Und ich glaube, das hat man in jeder Phase vom Spiel gemerkt, dass wir immer wollten. Auch nach den Nackenschlägen, sage ich mal in Anführungszeichen. Man wusste auch in der Halbzeit, weil wir haben 44 Minuten, glaube ich, das Gegentor bekommen zum 1-1, haben wir die Jungs weiter aufgemuntert, weil sie haben ein gutes Spiel gemacht. Wir müssen vielleicht dann schon höher führen, haben wir nicht ganz hinbekommen. Letzte Drittel vielleicht ein Stück weit zu verspielt oder die falsche Entscheidung getroffen, aber unterm Strich waren die Jungs gierig und das haben wir vor dem Spiel verlangt, weil wir sind eine Bringschuld. Wir haben immer noch Rückstand auf Mainz und Koblenz und da müssen wir unsere Hausaufgabe erledigen. Und jetzt haben wir 3 Punkte gesetzt und 95 Minuten finde ich okay. Wir haben Dreier, die Leute sind zufrieden. Ich glaube, jeder geht heute wieder heim und hat gemerkt, die Jungs haben gefeiert von der ersten bis zur letzten Minute und das ist immer der Ansatz. Kann es sein, dass diese Abwehrschwächen, die zu den Gegentoren geführt hat, dass da der Mo Zimmer aus dem Spiel musste wegen der Verletzung? Ja, definitiv. Moritz bringt eine Größe mit, bringt eine Kopfballstärke mit. Definitiv so, ja. Das ist Fakt. Aber trotzdem ist es so, wir haben noch andere Spieler auf dem Platz, die über gewisse Erfahrenheit, Größe verfügen und auch ein gutes Kopfballspiel. Ist eine Kombination aus allem. Klar ist, wir müssen das besser verteidigen, haben wir nicht zu 100% hinbekommen, sind auch bitter bestraft worden. Aber das ist auch ein Thema, was wir in der nächsten Zeit dann auch angehen werden. Weiterhin dran arbeiten. Fußball ist so, es geht immer weiter und man muss an seine Schwäche versuchen, die ständig zu verbessern. Sprechen wir gerade von anderen Spielern. Mir ist aufgefallen in der letzten Zeit und auch heute ein Spieler, der auf der linken Außenbahn verteidigt hat. Der Jonas Vogt gefällt mir im Moment sehr gut. Auch spielerisch kann der da Akzente setzen. Was hältst du von dem Jungen? Ja, ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger aus der U23. Ich weiß ganz genau, was der Jonas kann, was er nicht kann. Er ist total wissbegierig, möchte in jedem Training immer an seine Grenze gehen und hat auch, ja, die Möglichkeit, unter erfahrene Jungs, die die Position auch spielen können, wie Julian Kern, wie auch Manu Grünagel, zu lernen. Und die Jonas wird sich in seiner Entwicklung sicherlich noch steigern. Aber wir sind total froh, dass er den Entwicklungsweg, wie er ihn aktuell eingeschlagen hat, ja, er weiß, was er machen muss, dass er spielt. Und wenn er das weiter so macht, dann wird er wahrscheinlich noch weiterhin auf der Position spielen dürfen. Aber trotzdem musste Jonas auch Woche für Woche Leistung bringen, weil heute hat auch der Julian Kern wieder auf der Bank gesessen. Und der Julian ist auch jemand, der eigentlich auf den Platz gehört. Auch Konkurrenz noch in der Mannschaft, aber die soll ja das Geschäft irgendwie beleben. Ein anderer Spieler noch, der es kommt mir vor, als ob er sich fest in die Mannschaft einspielen könnte. Macht sich immer besser im Mittelfeld, Luca Eichhorn. Ja, ich glaube, die Luca kennt jeder hier beim FKP. Jeder weiß, was der Luca für fußballerische Qualität hat. Was jetzt noch dazu kommt, der ist total ekelhaft gegen den Ball. Also wenn man den im Trainingsbetrieb sieht, dann merkt man, okay, da ist so kleiner, ich sage mal überspitzt, Gattuso, ne? Der geht jedem Ball nach, behauptet so gut und deswegen sind wir sehr froh, dass er unabhängig auf der 6 oder 8 oder 10 spielt, dass er da so gut gegen den Ball arbeitet. Und deswegen arbeitet sich der Luca Woche für Woche dann auch die Anfangs- oder die Startformation.
dann soll unser Gattuso Eichhorn so weiterspielen. Und wenn wir schon beim Eichhorn sind, wir werden die Punkte wie ein, haben wir noch ein paar Spiele, acht oder wie viel es noch, sieben noch sind, werden wir wie ein Eichhörnchen dann diese Punkte noch einsammeln. Hoffentlich, wenn es so weitergeht wie die letzten beiden Male in der 94. Minute, dann ist alles okay. Danke dir, Martin. Ja. Schuhstadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.